Hallo bei Affmann, wir zeigen euch heute unsere Beinbeuger-Beinstrecker-Kombimaschine. Beinbeuger-Beinstrecker-Kombimaschine 2 in 1, besser geht's nicht. Wie immer, alles von uns, hochwertiger Stahl, made in EU, passt alles. Und wir können individualisieren. Hier haben wir zum Beispiel eine All-Black-Variante, also bis aufs Zeichen, das ist noch Silber. Genau, dann zeige ich euch mal, was man damit machen kann. Hier außen haben wir den Loadpin. Machen wir schon mal ein bisschen Gewicht drauf, damit es auch gut funktioniert. Wir haben einmal die Einstellungsmöglichkeit vom Sitz hinten. Desto größer ihr seid, desto weiter muss es nach hinten, weil ihr dann längere Beine habt. Bei mir ist die zweitvorderste Position. Dann gehe ich hier rein. Das Teil hier. Fixiert eure Beine, das ist vor allem entscheidend, wenn ihr den Beinbeuger macht. Jetzt gerade habe ich es für den Beinstrecker eingestellt. Beim Beinstrecker nehme ich meine Füße hin und was cool ist, das Teil hier ist beweglich. Also ihr müsst hier nichts einstellen, sondern das passt sich automatisch an eure Unterschenkellänge an. Wenn ich jetzt größer wäre, wäre es weiter hier unten. Wenn ich kleiner wäre, wäre es weiter hier oben. Ist natürlich auch in der Bewegung ganz cool, weil sich das da einfach vom Hebel ein bisschen verändert. Und wenn es jetzt fix eingestellt werden wäre, dann kann es sein, dass es an der einen oder anderen Position ein bisschen drückt. Genau, Beinstrecker, das muss ich jetzt nicht ganz runterschieben. Hier außen habe ich noch Griffe zum Festhalten, um mich reinzuspannen. Strecken und beugen. Das trainiert die Oberschenkelvorderseite extrem, macht euch einen dicken Oberschenkel. Aber wir haben nicht nur die Vorderseite, auch die Rückseite bearbeitet. Dazu muss ich das hier einmal umstellen. Und da das ein Kombigerät ist, muss man da jetzt ein bisschen mitdenken, sonst funktioniert es nicht. Also ich habe hier das Gewicht angebracht. Und hier ist der Hebel, wo ich meine Beine einstelle. Jetzt nehme ich einmal hier den Pin raus. Der ist verbunden, dann geht er auch nicht verloren. Und dann muss ich den Arm nach vorne. Und jetzt wichtiger Punkt, wenn ich jetzt genau auf 90 Grad wäre oder parallel zum Boden und 90 Grad die zueinander, dann hätte ich hier in der Position keine Kraft oder keinen Zug mehr auf der Muskulatur. Deswegen will ich ein Stück drüber gehen, damit auch in der untersten Position oder in der vordersten Position noch Druck da ist. Und dann von außen den Pin rein. Dann einmal einsteigen. Füße jetzt auf das Pad. Jetzt macht es Sinn, sich da ein bisschen festzumachen, damit man nicht abhebt. Und dann kann man den Beinbeuger trainieren. Jo, das ist die Maschine. Wir können auch einige andere Maschinen machen. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, einfach eine Mail an banane@affmann.de. Wir können es auch individualisieren in euren Farben, die ihr haben wollt. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, das freut uns und wir sehen uns.